Heute, das ultimative Battle zwischen zwei Blasen. Wer hält es länger aus, nicht aufs Klo zu gehen? Kleine Challenges zwischendurch bestimmen, wer Wasser exen muss. Die Kandidaten werden hohem Konsum von Wasser ausgesetzt, damit die Blase sich immer weiter und weiter füllt. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Doch nur einer von beiden wird es länger aushalten. Ja! Yes. Bleib bis zum Ende dran, um zu sehen, wer die extrem unangenehme Bestrafung bekommt. Wasser. It's me. And me. Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wir werden heute in einer Challenge gegeneinander antreten. Und zwar, wer zuletzt aufs Klo geht, beziehungsweise wer... Ja. Zuletzt aufs Klo geht. Ja. Genau, das ist das Prinzip. Es wird auch immer wieder kleine Challenges geben. Da wird dann entschieden, wer was trinken muss. Also, weil wenn man natürlich was trinkt, dann muss man eher pinkeln. Und wenn man eher pinkeln muss, dann hat man eher verloren. Wir werden auch einen Wassermelonenwettbewerb machen. Also, es wird alles auf jeden Fall mega cool. Jetzt müsst ihr mal in die Kommentare den Hashtag trinken schreiben, wenn ihr auch immer vergesst zu trinken. Also, ich weiß nicht. Ich vergesse jeden Tag zu trinken. Ich denke mir jeden Tag, heute werde ich sowas von viel trinken, trinken, trinken. Aber dann sind es nur so 3 Milliliter. Dieses Mal wird es richtig hart für mich zu gewinnen, weil Kim war in Australien original einmal oder zweimal am Tag pinkeln. Ich weiß nicht, wie sie das aushalten konnte. Ich trainierte Blase einfach. Ich habe es echt mit antrainiert. Ich hoffe, das hat sich jetzt, seitdem wir hier wieder da sind, ein bisschen geändert. Das Ding ist, wenn ich muss, dann muss ich richtig. Aber es dauert manchmal, bis ich muss, weißt du? Ich würde sagen, wir exen erstmal jeder einen halben Liter Wasser. Gucken, wer schneller ist. Der langsamer ist, der muss anschließend noch ein Glas Wasser als Bestrafung trinken. Okay? Dann muss ich ja direkt aber pinkeln. Tja. Das ist ja fies. Dann lass mich jetzt nochmal, bevor es losgeht, einmal pinkeln. Das ist zu spät. Hä? So, okay, können wir nochmal pinkeln? Also das jetzt Ding ist, ich habe etwas hier, weißt du? Ich bin heute Nacht in der Nacht aufgewacht. Dann hatte ich auf einmal so Schmerzen und ich dachte, nein, mein Blinddarm ist entzündet. Ich glaube, ich bin ein bisschen gehandicapt, weißt du? Okay, also wollen wir das Video jetzt nicht drehen? Doch, wir drehen das. Ich werde jetzt knallhart durchziehen. Damit ich ein bisschen Mitleid bekomme, Mann. Okay. Okay? Okay. Ja. Okay. What the fuck? Guck mal, du siehst aus, als hättest du gerade dein halbes Leben lang nur in der Sonne gelegen und ich sehe aus wie ein Geist. Okay, also es geht los. Wer das schnelle Ex? Also und jeder 0,5, ja. Anschließend das Wort Spaghetti einmal sagt, okay? Achso, ausdrücken Spaghetti sagt, okay? Auf die Plätze. Ich hasse Wasser Exen. Oh, ich glaube, du bist auch schneller als ich. Das haben wir schon mal gemacht, oder? Auf die Plätze. Du. Los. Oha! Was ist denn was daneben geschehen? Scheiße, Mann. Erster Punkt geht an Kim. Yes! Es war so ultimativ knapp, ne? Ich muss jetzt noch dieses Glas als Bestrafung hinterher. Zeig mal genau, bis wohin das gefüllt ist. Oh nein! Mein Magen tut weh! Mist, ey, den Hund hätte ich holen müssen. Ich merke schon, das wird heute wieder ganz unangenehm. Unnormal. Oh, ey, ich bin schon so voll, mir ne? Mir geht's gerade richtig kacke. Ich fühle mich wie ein Stück Kaka. Wir haben vorher nicht als Regel festgemacht, dass man nicht kotzen darf, nur nicht pinkeln. Dann mach das. Alles klar, ich würde sagen, wir gehen erstmal los und gehen Wassermelone kaufen, weil das wird die zweite Challenge. Wassermelone. Und Leute, im Übrigen, damit ihr auch seht, wie lange wir durchhalten, es ist jetzt 14.08 Uhr, mal gucken, wie lange wir durchhalten. Wenn ich mir Kim so ansehe, glaube ich nicht so lang. Ey, Maurice, weißt du, was mich immer richtig aufregt an dir? Was denn? Dass du deine Schuhe immer in der Wohnung anziehst. Was sagst du zu meinen neuen Chucks in Weinrot? Die sind chillig, ich hab dir die sogar bestellt. Dann lass uns losgehen. Ja, okay, let's go, ne? Du gehst jetzt wirklich so? Ja. Okay, chillig. Und ist bequem mit deinen neuen Schuhen? Ja, ist irgendwie so, als hätte man gar keine Schuhe. Ey, kennst du diese komischen Barfußschuhe? Das ist fast genau dasselbe. Hallo, du musst deine Maske erstmal aufsetzen. Hier nehmen wir schon mal eine mit, dann machen wir gleich ein Melonenwettessen. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ich muss jetzt schon pinkeln, Maurice. Das Ding ist auf jeden Fall, ich muss Kim auf jeden Fall zum Aufgeben zwingen, bevor wir ins Bett gehen, weil Kim kann einfach, wenn sie pinkeln muss, einschlafen. Das kann ich absolut nicht. Ich muss auf jeden Fall auf Toilette, bevor ich schlafen gehe. Nee. Und Kim kann einfach wach werden und dann sagt sie so morgens nach dem Aufstehen, ich muss voll pinkeln und dann hält sie nochmal 6 Stunden. Ja, safe. Ey, das Ding ist, warte mal, um was spielen wir überhaupt? Um eine Bestrafung? Ja. So Leute, wir sind wieder zu Hause. Ich werde jetzt diese Melone schneiden in 2 Hälften und danach gucken wir mal, wer die schneller aufessen kann. Ich mag Wassermelone voll gerne. Ja, ich habe hier meine in sehr schöne mundgerechte Stücke gekackt und das bedeutet, ich kann einfach so ram, ram, ram machen. Und Maurice muss machen. Okay, man muss sie aber abkauen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist, ne? Ich mag halt überhaupt gar keine Kerne. Ich muss davon immer richtig kotzen, weil Angst habe, dass ein Wassermelonenbaum in mir drin wächst. Der Verlierer muss wieder dieses Glas Wasser trinken. Auf die Plätze. Fertig. Los. Meine schmeckt salzig, weil ich da mit meinen Händen dran angefasst habe. Oh, das ist ja übel ekelhaft. Du hast ganz schön viel in der Hälfte, oder? Ich hasse Kerne. Was machst du? Ich hab auf den Kern gebissen. Du guckst die Hälfte mir das aus, das zählt nicht. Ich hab noch wieder auf den Kern gebissen, ich kann das nicht.
deiner Wassermelone dran. Ich glaube, ich kann danach nie wieder Wassermelone essen. Ne? Okay, mein letztes Stück, Leute. Schon wieder! Ich kotze gleich. Also ich weiß nicht, was los ist, aber das schmeckt, als ob ich an Salz lecken würde. Also es ist doch wirklich nicht normal. Überall an mir hängen auch Kerne. Ich fühle mich selber schon wie eine Wassermelone. Okay, ich bin fertig. Das heißt, Kim muss das Glas Wasser ächzen. Aber ihr es noch aufessen, aber du kannst jetzt Zeit lassen. Ist jetzt nicht mehr auf Zeit. Oh, okay, ich bin echt richtig voll. Viel Spaß. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Also ich weiß nicht, wie viel ich von dieser, aber ich muss die Stücke noch essen. Maurice, weißt du, wie schlimm es für mich ist? Ja, für mich war es nicht anders, Kim. Hey, ich hab doch genau, ich fühle mich gerade. Du hast sogar die kleinere Hälfte bekommen, Kim. Aber ich hasse Kerne, ey. Ja, früher wer wurdest macht denn du, Kerne? Früher im Kindergarten, Kerne. Ne? Wurdest du bestimmt mal gezwungen, etwas aufzuessen. Und du wurdest gezwungen, Wassermelonenkerne aufzuessen. Wie schlimm hast du dich da gefühlt? Wie schlimm hast du dich gefühlt? Okay, Kim. Du hast davon so ein Trauma erlebt. Ja, dann lass, dann musst du jetzt aber 2 Gläser Wasser trinken, weil ich hab. Ja, ich hab echt, und Kim, das ist voll viel, das, ich hab das alles schon in meinem Magen. Was ist, wenn ich kotzen muss? Zählt ja, das dann? Du kannst dir doch Zeit lassen. Bitte kotz einfach mal in einem Video nicht. Okay, also das Wasser und dann noch ein Wasser? Ja. Weißt du, wie viel Wasser ich da schon in mir habe? Ja, hab ich doch auch. Ich bin ein Ozean, Maurice. Eieieiei. Also ich muss das doch auch, ich hab doch eben auch nicht rumgeweint. Ich hab doch die erste Runde auch verloren. Erstes geschafft. Ehrlich? Okay, hier, ich hab's sogar nicht mal so voll gemacht, ja, Kim. Das ist nur der dünne Teil. Ich glaube... Kim, du kannst dir ruhig noch Zeit lassen. Bitte nicht kotzen. Gibt's noch welche Challenges? Ja. Nein. Doch. Nicht. Wie lange? Kim, ich hab doch auch genauso viel. Wir haben nicht mal lange geschafft. Weil musst du schon pinkeln? Nee, mir ist einfach nur 15 schlecht. 15 Uhr? So, wir haben jetzt gleich 1 Stunde geschafft. Eine Stunde erst? Ey, ich muss so fett rübsen. Du kannst dir nicht vorstellen. Kim, ich habe mehr als du in dir. Ich habe die ganze Dings gegessen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe dir extra nicht so viel reingemacht. Wasser schmeckt mittlerweile so scheiße, oder? Ey, du stellst dich auch an, ne? Besser als vordrängeln. Das Kim, das zu darfst viel. Du nicht. Es ist zu Mach viel in meinem Magen. Es ist zu viel in meinem Magen. Dann versuch zu pinkeln. Es ist viel zu viel. Also wenn du kurz hast du verloren. Es steht mir hier. Ja, Kim, ich bin auch genauso voll, glaub's mir. Und Sport darf man aber machen, ne? Ja. Da würde man ja theoretisch das Wasser ausschwitzen, ne? Okay, mach das, wenn du möchtest. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ja. Das ist das Problem. Was ist denn die nächste Challenge? Wir lassen uns erstmal ein bisschen Zeit, erstmal bis du ein bisschen runterkommst und dann trinken wir entspannten Brennnesseltee, damit es dir wieder besser geht, ja? Und der macht mich pinkeln wollen. Ja, natürlich, aber ich muss ihn auch trinken. Also. Ein Brennnesseltee, du hast ja richtig geile Sachen ausgedacht. Danke, Maurice. Also ich will nochmal zeigen, was du hier gemacht hast. Das ist übereklig. Du hast den ganzen Tisch voll geschmiert. Morgen wird ein Wassermelonenbaum aus all deinen Öffnungen rauswachsen. Aus deiner Nase kommt einer, dann aus deinen Ohren, aus deinem Eichelloch, wirklich überall. weil du so viele Wassermelonenkerne in dir hast. Könntest du jetzt was essen? Ja. Hä? Ist Spaß, das dein Ernst? Spaß, ja, guck, dann hast du doch die perfekte Diät gefunden. Ich muss pinkeln. Ja? Es ist gerade gekommen. Ich muss pinkeln. Okay. Nein! Ey, ich habe ein richtig gutes Spiel. Wir machen richtig oder auf die Blase drücken. Okay, von mir aus. Okay, chillig. Ey, ich habe mir gerade Gedanken gemacht. Ich habe gerade etwas herausgefunden. Ich habe eine neue Atemübung. Ich atme einfach so viel aus, weil wenn man atmet, kommt da ja auch Feuchtigkeit raus. Damit Wasser aus mir rausgeht. Also ich habe hier ein neutrales Quiz. Warte, ich mache mal eine Bildschirmaufnahme, dann seht ihr das auch. Jeder kriegt immer eine Frage, okay? Okay. Das flächenmäßig kleinste Bundesland heißt Berlin, Bremen, Saarland oder Hamburg? Oh, ich... Saarland. Saarland? Ja. Fuck. Ja, es ist Bremen. Das bedeutet, du kriegst einen... Was bedeutet... Mann, das ist einfach. Was bedeutet das lateinische Carpe Diem? Nutze den Tag, genieße das Leben. Dein Tag wird toll werden. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Heißt das nicht, liebe deine Träume oder sowas? Genieße das Leben? Nein! Ja, ja. Oh, okay, warte. Okay, du hast ja gerade ziemlich mit 2 sogar... Was ist die goldene Himbeere? Ein Preis für die schlechteste Leistung innerhalb eines Filmjahres, eine Nachspeise aus Russland, das teuerste Schmuckstück der Welt, das Symbol einer Sekte, ich weiß es. Fuck, warum weißt du das? Ja. Welcher deutsche Herrscher trug den Beinamen der Große? Friedrich. Wie, die heißen alle Friedrich? Warum? Okay, ihr seht ja hier die Antwortmöglichkeiten. Drück drauf. Oh, nein. Yes. Ich dachte so, oh mein Gott, ich weiß, das ist Friedrich. Ah!
bist du behindert, Alter? Das ist ganz toll, Bibi! Okay. Das ist meine letzte. Mann, ich weiß es! Darf ich eine weitermachen? Nein. Oh Mann, welcher Pilz ist einer der giftigsten der Welt? Der Fliegenpilz. Nein! Der grüne Knollenblätterpilz! Das wäre, hä? Natürlich der grüne Knollenblätterpilz. Okay. Au! Du hast ich Okay, die letzte Frage an Kim. Welche Gürtelfarbe existiert nicht im Kampfsport Karate? Schwarz, weiß, braun oder rot? Rot. Nein, okay. Weil ich immer Karate gemacht habe. Tschüss. Karate. Okay, also es sind jetzt 1:10 vergangen. Wir warten jetzt ein bisschen und bald gehen wir Tee kaufen und dann wird Tee getrunken. Willst du mich verarschen? Er hat die ganze Zeit geschüttelt. Und ich höre Musik, ich höre gar nicht. Ja, genau. Und deswegen hat er die ganze Zeit versucht, dass ich pinkeln muss. Und ich musste von diesem Geräusch echt voll pinkeln. Oh, sorry. Das ist jetzt die ganze Zeit. Okay, geh doch bitte zu irgendeiner Cocktailbar und bewirb dich da und dann kannst du da Cocktails Kopf, wie... Kopf. Was war da mit dieser Bewegung? Okay, jetzt ist es 15 Uhr und jetzt gerade, wo Kim so übel dringend aufs Klo muss, muss sie ausgerechnet zu ihrer Mutter ihr was bringen. Ja, ja. Da lasse ich mich nicht übers Ohr hauen. Ich komme auf jeden Fall mit und kontrolliere, dass Kim nicht auf Toilette muss. Tropf. Ey, Maurice, Mann, du musst aber damit kommen, weil ich muss noch Rechnungen ausdrucken und da musst du leider dabei sein. Ja, okay. Fuck, Leute, ich muss so dringend pinkeln. Ich halte es nicht mehr lange aus. Kim muss übel pinkeln und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall länger aushalten kann, weil Kim hat sich letztens, also was heißt letztens, aber ich sag mal, sie war über 15 und sie hat sich noch mal eingepinkelt, weil sie es nicht aushalten konnte. Was redest du da? Wie alt warst du da? Ich war da 13. Okay, 13, aber das und ist auch kein Alter, nur, wo man sich noch einpinkeln sollte. Ich habe meine Hose nicht geschafft runterzuziehen. Ich war schon auf dem Klo und dann habe ich es nicht mehr geschafft, meine Hose runterzuziehen, weil sie geklemmt hat. Maurice! Wenn Kim pinkeln muss, und das muss sie jetzt, kann sie es auf jeden Fall nicht so lange aushalten. So, okay, wir sind jetzt bei Edeka und wir gehen uns jetzt Tee kaufen. Und dann kommen wir zur nächsten Runde, zur nächsten Challenge. Perfekt, Leute, da freue ich mich aber auf den Tee. Ja, ich freue mich auch super heftig, wow. Das Ding ist, wir haben keinen Schlüssel und wir müssen jetzt beide warten, bis Ivan da ist. Selbst wenn jetzt jemand auf Toilette muss, haben wir echt ein Problem. Warte. Überall kommt es in der Natur vor. Wasser. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich will es einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Okay, wir gehen jetzt gerade durch die Stadt. Wir warten noch auf Ivan. Mittlerweile sind 1:46 vergangen. Also noch gar nicht so lang. Aber Kim weint schon die ganze Zeit rum. Nein, Quatsch. Es ist einfach nur, es drippt und droppt so ein bisschen aus meinem Mumu raus. Aber Kim hat eben gesagt, ihre Taktik ist immer ein bisschen rauszulassen, das trocknen zu lassen und dann einfach so, dass es keiner merkt. Das ist nicht wahr. Wir gehen gerade noch so ein bisschen spazieren, ne, damit die Pipi so ein bisschen noch weiter tiefer in den Magen reinkommt und damit sie gleich rausgeht. Und wir gehen hier an so Laternen vorbei. Und ich sehe hier diese Pinkelmuster von Hunden, ne, wie die hier so ihr Bein hochmachen und daran pinkeln. Und ich denke mir so, genau das will ich jetzt auch gerade machen. Aber es geht nicht. Bevor wir den Tee trinken, spielen wir erstmal noch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck um dieses Wasser, okay? Schling, Schang, Schong. Ja! Yes! Das verschafft mir einen weiteren Vorteil. Also das ist jetzt echt hyper scheiße. Das ist unnormal kacke. Verdammte Kacke. Oh no! Ich muss wirklich unnormal pinkeln. Ich bin so froh, dass ich nicht verloren habe, Leute. Oh mein Gott, ich bin am Arsch. Maurice ist gerade aufgesprungen und meinte, fuck, ich muss pissen, Alter, Mann. Scheiße, ich dachte, ich glaube, ich habe falsch gesessen. Oh, okay, da kommen die Tees. Da ist der Tee. Also ich kann auch schon nicht mehr sitzen, weil dann drückt es zu doll auf meine Blase. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Fuck, ich halte es nicht aus. Ne? Okay, auf. Was? Lava, keine Scheiße. Du verarschst mich. Du pinkelst schon. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Jetzt hat Ivan ganz umsonst den Tee gemacht. Ehrlich? Hast du mich die ganze Zeit verarscht? Ja, ich musste so lange schon pinkeln. Ach so. Wie lange hättest du es ausgehalten, ne? Noch eine Stunde? Ehrlich? Ja. 2:02 durchgehalten. Oh mein Gott, gar keine Leistung. Ey, ich konnte wirklich, nach 20 Minuten musste ich so pinkeln, schon vor der Wassermelone. Ich hatte auch keine Chance. Ey, wie hast du das ausgehalten? Wir saßen eben hier und Kim muss schon seit 20 Minuten, sagt sie, ich muss so dringend und so, ne? Ja, normal. Und ich so, oh mein Gott, wenn du wüsstest. Eben, ich dachte, ich pinkel mir in die Hose. Dann dachte ich kurz, hier stand ich hier. Ich dachte, okay, ich halte es noch ein bisschen durch. Da habe ich mich hingelegt, es hat so gedrückt, ne? Ja, was ist meine Bestrafung? Ich habe hier ein aufblasbares, so ein aufblasbares Kostüm halt, ne? Ja. Damit machst du uns eine schöne Ballettaufführung auf dem besuchtesten Platz, also auf unserem Marktplatz. Und so, das ist so der Hauptmittelpunkt der Stadt. Ich finde, da tanzt du dann so ein bisschen für uns. Herzlich willkommen zu meiner Bestrafung. Mein Kostüm habe ich schon an, das seht ihr aber gleich. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Marktplatz und dann kann ich ein bisschen Ballerina tanzen. So, Maurice, bist du bereit für deine große Performance? Geht so. Performance. Hat geklappt. Du bist auf jeden Fall breiter als die ganze Straße hier. Du siehst echt gut aus. Eine Minute, ne?
Noch ein bisschen. War das eine schöne Vorstellung? Das war richtig gut. Danke, Maurice, für diese Vorstellung. Ich habe dafür auch echt 0 Euro bezahlt. Das war es mir wert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ja, es war wirklich schön. Dafür müsst ihr auf jeden Fall ein Like geben. Und wenn ihr dabei seid, dann abonniert auch gleich den Channel. Vielleicht folgen noch mehr Tanzaufführungen von Maurice. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Dankeschön, danke, danke an meine Blase. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace, haut rein. Tschüss. Yeah.